Morgen! Hier sind's wieder. Heute zeige ich euch einen kleinen Zirkel. Ich habe mal einen Boso mitgebracht, eine Matte, ein paar Hanteln und ein Stepbrett. Damit zeige ich euch heute ein paar kleine Übungen. Lasst euch überraschen, los geht's. Ich fange mal an mit dem Step. Wir gehen rauf, nehmen die Arme ein bisschen in die U-Halte. Zieh den Bauchnabel ein und geh tief und wieder hoch und tief und wieder hoch und tief und wieder hoch. Wir sind natürlich auch aufgewärmt vorher schon. No? Und tief und wieder hoch und die Arme gehen auf und wieder hoch und öffnen und wieder zurück und auf und zurück und nochmal öffnen. Zurück und auf. Sehr schön. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und der letzte. Einmal kurz mit dem linken Bein runter. Rechtes Bein drauf. Kleine Schrittposition, Arme wieder anwinkeln. Jetzt gehen wir weich ins Knie und strecken die Arme Richtung Decke. Das wäre die nächste auf dem Stepbrett. Ja, die ist auch immer ganz prima. Die Oberschenkel, Knie und hoch und wieder zurück. Und die Arme gehen Richtung Decke und wieder zurück und rauf und zurück und hoch. Linker Fuß drauf, rechtes Bein nach hinten, Körpermitte wieder anspannen, Bauchnabel einziehen, Schulterblätter Richtung Boden, Arm rauf und los geht's. Nach unten ziehen jetzt mal und wieder hoch. Weich ins Knie und wieder rauf. Weich ins Knie und wieder hoch. Weich ins Knie. Sehr schön, wie gut aus. Noch vier, drei, zwei und der letzte. Sehr gut. Einmal ausschütteln kurz. Nochmal mit dem rechten Bein drauf, linkes Bein nach hinten, Arme nach außen. Und jetzt mal mit dem linken Bein ein bisschen auf- und abfedern. Und die Arme ranziehen und strecken. Ranziehen und strecken. Ranziehen und strecken. Ranziehen und strecken. Ranziehen. Für das Gleichgewicht halten, das ganz wichtig ist bei der Übung. Körpermitte anspannen. Fußspitze so ein bisschen ranziehen, ne? Der ganze Körper ist so ein bisschen fest. Und wir wechseln mal die Seite. Linke Seite drauf, den Fuß. Rechtes Bein nach hinten. Arme wieder nach außen. Mit dem rechten Bein auf- und abfedern. Der Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt. Und die Arme wieder ranziehen. Und strecken. Ellbogen ranziehen. Und strecken. Ranziehen, strecken, ranziehen und strecken, nochmal ranziehen, strecken, ranziehen, strecken, ranziehen, strecken, ranziehen und der letzte und ab und kurz ausschütteln. Dann tausche ich einmal das Gerät, wandere mal zur Matte. Und zu den Hanteln. Ja, natürlich könnt ihr auch, wenn ihr jetzt keine Hanteln habt, das Ganze mit Wasserflasche machen. Ja, das geht natürlich auch. Wir stellen uns hüftbreit auf. Zieh das Gewicht zur Schulter.
Schulter, nach außen wieder öffnen die Arme, zur Schulter ziehen, nach außen öffnen, zur Schulter. Wichtig dabei, das Kinn so ein bisschen anziehen, Schulterblätter hinten unten lassen. Jawohl. Ja. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und dann gehen die Gewichte nach vorne zusammen. Beine ein bisschen grätschen. Und ziehen wir das Gewicht nach oben zur Decke und wieder zurück. Nach oben zur Decke und zurück. Nach oben zur Decke und wieder zurück. Nach oben zur Decke und wieder ab. Rauf zur Decke und wieder zurück. Rauf zur Decke und zurück und nochmal. Sehr gut. Und kurz locker lassen. Die Arme ein bisschen anwinkeln. Füße hüftschmal wieder. Arme gehen nach außen. Ellbogen bleiben am Körper. Ja, die Schulterblätter schön zur Wirbelsäule ziehen. Gewicht nach außen drücken. Nicht vergessen, das Kinn mit ranziehen, so ein bisschen Richtung Brustbein. Und dann wieder lösen, langsam ab. Dreh dich mal seitlich. Das linke Bein geht nach hinten, der Oberkörper geht leicht nach vorne. Die Arme winkeln mal wieder an. Oh, es geht nach hinten mit dem Gewicht und wieder vor. Nach hinten und wieder vor. Nach hinten und wieder vor. Schön die Ellbogen am Körper lassen. Die Übung kommt nur aus dem Unterarm. Schön nach hinten und wieder vor. Zurück und wieder vor. Zurück und wieder vor. Und jetzt bleiben wir hinten und wir federn etwas auf und ab. Hoch und tief, auf und ab, hoch und tief. Und dann kommen wir wieder zurück nach vorne. Einmal wieder. Dann gehe ich mal auf den Boden, in die Rückenlage, stelle meine Füße auf, ziehe den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und drücke das Gewicht jetzt Richtung Decke und der Oberkörper zieht rauf. Und wieder zurück und hoch und ab und rauf nochmal und zurück. Und stelle das Gewicht nach oben drücken zur Decke. Und wieder ranziehen. Und hoch. Und tief. Und noch einen. Und kurz ab. Die Gewichte ganz eng zusammenlegen. Hinter den Kopf bewegen, nach vorne wieder so ein Stückchen, hinter den Kopf, nach vorne, hinter den Kopf und wieder vor, hinter den Kopf. Ganz wichtig, die Schulterblätter so ein bisschen Richtung Matte ziehen. Und jetzt strecken wir abwechselnd ein Bein mit nach vorne und wieder zurück. Abwechseln ein Bein mit vor und zurück. Abwechseln ein Bein mit nach vorne und wieder zurück. Ein Bein geht mit vor. Schön rausstrecken nach vorne. Ja, und das andere
bleibt ein bisschen aufgestellt, der Fuß. Ganz wichtig, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Und lösen langsam das Gewicht ab. Ich drehe mich auf die Seite, komme langsam nach oben. Mache einen kleinen Schritt nach vorne. Komm langsam rauf. Wechsel das Gerät. Einmal zum Boso. Beim Boso ist es wichtig, sehr instabil, mit Luft gefüllt auch. Ne? Kleine Übung fürs Gleichgewicht. Einfach erstmal locker drauf treten. Dann bleiben wir erstmal wieder stehen. Das rechte Bein geht mehr in die Mitte. Das linke Bein. Arm geht nach außen. Das linke Bein geht so ein bisschen nach oben. Und mal nach vorne. Und wieder ranziehen. Ab, Wechsel, immer schön das Gleichgewicht halten, rechtes Bein hoch, nach vorne und zurück, nochmal links und nochmal rechts. Und mal tief in die Hocke und wieder hoch. Hände mal an die Seite, tief in die Hocke und wieder hoch. So ein bisschen einstützen, ne? Die Hüfte tief und hoch. Sehr gut. Noch zwei. Dann kommen wir wieder nach oben, nehmen die Hände seitlich an den Kopf, etwas, gehen wir den Oberkörper vor, drehen uns etwas auf nach links, kleine Rotation nach rechts, kleine Rotation nach links, kleine Rotation wieder nach rechts und versucht immer die Körpermitte anzuspannen, ganz wichtig. Dann nehmen wir mal einen Arm so ein bisschen nach außen weg. Abwechselt. Gucken so ein bisschen in dem Arm hinterher. Und noch einen. Mitte, komm langsam hoch. Dann gehe ich mal in die Bauchlage. Lege mich auf den Boso. Schön mittig, mit der Hüfte, mit dem Becken. Und dann hebe ich Arme, Beine in die Luft. Halte das. Und dann fange ich an zu wackeln. Mit den Armen, mit den Beinen im Wechsel auf und ab. Hoch und runter, auf und ab, über den Boden, auf und ab. Ganz viel Bauchspannung, Gesäß, Beine. Und wieder lösen. Langsam zurück. Dann setzen wir uns auf den Boso. Strecken die Beine ein bisschen aus, ziehen die Fußspitzen ran, stützen uns ab und drücken uns vom Boso nochmal weg. Den Gesäß und wieder zurück. Im Wechsel weg und zurück und weg. Mal
Die Hacken aufstellen, die Fußspitzen ranziehen. Hände so ein bisschen an den Hinterkopf. Und wir ziehen uns nochmal nach vorne mit dem Oberkörper. Nach hinten. Ein bisschen vor. Und wieder zurück. Ein Stückchen vor. Und zurück. Ein Stückchen vor. Und zurück. Und nochmal vor. Und alles so ein bisschen locker lassen, ein bisschen locker schwingen. Ja, meine Lieben, das war eine kleine Einheit mit dem Boso, mit dem Step, mit den Gewichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis nächste Mal. Macht's gut.